Hallöchen, Leute. Ja, ich bin wieder da. Hey! Und da fliegen schon die Ballons. Komm her, komm her, der Ballon. Oh Gott. Ja, also ich bin wieder da. Und ja, ihr seht das ja schon hier, ne? Webcam. Es gibt eine Webcam. Und die habe ich jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Und das hat Gründe. Denn ich möchte auf jeden Fall ein bisschen was zukünftig machen in der Vlog-Szene, sagt man da so. Naja, auf jeden Fall wird es bald Vlogs von mir geben. Da habe ich ein paar feine Ideen. Und ja, stellt euch darauf ein, dass ihr dann auch fleißig Videoantworten produzieren könnt. Und naja, okay. Auf jeden Fall, ihr habt's ja gemerkt, ich war lange, lange Zeit abwesend und es tut mir leid. Aber ist ja nicht so, dass ich euch mit Absicht warten lasse. Und da gibt's Gründe für. Ich habe ja auch mal so ein paar Sachen aufgeschrieben auf meinen schlauen Zettel. Na komm, schnell schon scharf. So. Genau. Und das erkläre ich jetzt mal. Also, Leute, die mir auf Twitter folgen, die wissen das übrigens alles schon. Aber zu Twitter komme ich nachher nochmal. Okay. Also, erinnert euch das letzte Video, das ich hochgeladen habe? Da war die liebe Matata ja noch bei mir. Und genau, das war so gegen Ende August. Und ja, dann habe ich mich ziemlich spontan, relativ schlagartig plötzlich dazu entschieden, tatsächlich mein Abitur nachzuholen. Ja, beruflich noch mal ein bisschen, ja, neue Chancen schaffen, nach vorne gehen. Und deswegen bin ich jetzt in meinem Beruf auf 400 € Basis drin und besuche dann eben jetzt noch ein Abendgymnasium, obwohl ich vormittags hingehe, aber ist es ja egal. Nennt sich Abendgymnasium. Und genau. Heißt natürlich, dass ich da erstmal total viel um die Ohren hatte. So ganz spontan diese Anmeldung, kommt man da noch so rein, weil es ging im September, ging es ja schon los. Aber hat geklappt. Wunderbar. Und jetzt habe ich natürlich echt viel zu tun, ne, mit Abendgymnasium und dann auch noch die Arbeit. Trotzdem versuche ich jetzt wieder regelmäßig mehr zu machen. Aber als ich dann hier loslegen wollte, als dann mit der Schule soweit alles klar war, dann bin ich krank geworden. Das hat mich, ja, das war. Ja, ich war zwar vielleicht nur so 2, 3 Tage wirklich im Bett, aber ihr kennt das, ne? Dann ist man so erkältet und hat dann so voll die nasale Stimme und dann, nee, also dann will man auch nicht aufnehmen. Und dann hat sich das so ein bisschen gezogen, als ich dann gesund war. Es ist so gemein. Da war ich endlich wieder gesund und dachte, ja, jetzt geht's los und was ist passiert? Mir ist der Rechner abgekackt. Es war also. Ich habe gerade so das Gefühl, als wäre hier so ein Typ, der erzählt dir so, ja, und dann kam eine riesige Flutwelle und danach ein Erdbeben und ja, aber ey, es war wirklich ein Scheiß nach dem anderen. Es ist furchtbar. Nee, also auf jeden Fall PC kaputt. Ich musste Netzteil und Mainboard einschicken und ja, ist seit Freitag wieder da und mein Rechner schnurrt wie ein Kätzchen. Es läuft. Es geht endlich wieder. Ich bin so happy. Es läuft. Es läuft. Leute, es läuft. Wisst ihr, was das ist? 3,5 Wochen ohne PC, ja? Für mich. Es ist ja toll. Und gut. Ja, also das waren auf jeden Fall die Gründe. Und wie schon gesagt, Leute, die mir auf Twitter folgen, haben das auch alles schon mitbekommen. Also da war ich jetzt sehr aktiv. Ich habe, glaube ich, auch in der Zeit wirklich jeden Tag mindestens einen Tweet geschrieben. Und deswegen, so der Vorschlag an euch, wer es noch nicht tut. Folgt mir auf Twitter. Wirklich, da bin ich nun mal am aktivsten. Das ist die Kommunikationsplattform, die ich allen anderen vorziehe. Facebook, ich habe da zwar 2 Accounts, aber ehrlich, ich mag's nicht. Vor allem jetzt mit der Chronik, also ja. Und dann diese ganze Spionage da von Facebook. Also ich mag Facebook nicht und ich benutze es eher selten und Twitter ist auch viel unkomplizierter und lockerer und nee, ich find's cool. Also ich mag Twitter und wer wirklich mitkriegen will, was so bei mir passiert, gerade dann, wenn ich auch eben in solchen Situationen nicht mehr die Chance habe, irgendein Video zu produzieren, ne, weil ohne Rechner wie auch, dann ist Twitter eben ideal, weil da kriegt ihr wirklich alles mit. Und Bulletins habe ich zwar ein paar geschrieben auf YouTube, aber das haben die wenigsten von euch gesehen. Es ist halt YouTube, ne, zeigt die Bulletins ja kaum noch an, also gut. Egal. Ja, in dieser Zeit, wo ich jetzt abwesend war, sind auch die wildesten Gerüchte entstanden. Also total irre. Da gab es dann erstmal hier wegen Elite Force 2. Also es ist nach wie vor so, dass ich meine liebe Freundin, die Dani, auch privat schon echt sehr selten sehen. Wir kommen gerade nicht wirklich dazu aufzunehmen. Wir hätten jetzt in der Zeit tatsächlich mal Gelegenheit gehabt, aber da war mein Rechner ja nicht da. Wir werden das jetzt versuchen, so flott es geht wieder
hinzubekommen. Und dann geht das mit Elite Force auch weiter, weil da haben, irgendwann kam das Gerücht plötzlich, ja, der Lighty macht nicht weiter, der kann das auch gar nicht, der kennt nämlich die Schiffe gar nicht alle und das ist ihm jetzt peinlich und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also es ist echt irre, was da manchmal hier so zusammengesponnen wird. Also na klar, Elite Force geht weiter, sobald Dan und ich wieder Zeit haben, eben gemeinsam aufzunehmen, weil ich will es mit ihr zusammen machen. Und ich weiß zwar nicht, ob ich hundertprozentig alle Schiffe kenne, aber ich kenne auf jeden Fall genug Secrets und genug Schiffe, um das Spiel so zu lösen, dass man am Ende alles freigeschaltet hat. Und das muss ja dann im Notfall auch reichen. Aber gucken wir mal. Genau, dann habe ich in dieser Abwesenheit auch war ein Ereignis, das ich jetzt überhaupt nicht richtig feiern konnte, obwohl ich da eigentlich ein Video machen wollte, aber ne, wieder mal kein Rechner. Zweijähriges Bestehen, ja, seit dem 1. Oktober. Ja, bin ich jetzt seit 2 Jahren Let's Player auf YouTube und das finde ich total toll. Es ist, ja, es ist eine sehr coole Zeit und auch nochmal vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank, weil in der Zeit ist echt eine Menge passiert. Also, ja, es ist. Doch, es lief sehr gut. Also ich bin happy. Also vielen, vielen Dank an euch. Und ja, dann haben wir noch was. Ihr habt ja vorhin gesehen, die Ballons, wo kamen die her? Ich hab Besuch. Der Besuch darf mal aufstehen. Tada! Es ist die Mata, sie ist wieder da. Ja, du darfst dich ruhig setzen. Ja, ja, gut. Ja, sehr gut. Ich rutsch mal. Oh. So. Hat sie sich auf den Ballon gesetzt? Auf den hier. So Leute, da war ein Schnitt. Ich habe Blödsinn gelabert und ihr seht das gleich in den Outtakes. Das, ja, ihr werdet sehr viel zu lachen haben. Oh, wir ja. Haben gerade, ich kann nicht, mein Bauch tut so weh. So, egal. Ja. Also, heute war auf jeden Fall der Tag, an dem ich Mata vom Bahnhof abgeholt habe. Und sie bleibt auch mindestens bis zum, was haben wir hier stehen, 30.10. Das heißt, wir haben jede Menge Zeit und wir haben auch eine Menge Pläne für diese Zeit. Ja, ihr seht schon, Webcam und auch den Hintergrund da hinten. Ich bin da vor einiger Zeit umgezogen und habe natürlich jetzt auch ein wunderbares DSL 100.000. Ja, und was ist möglich mit Webcam und schnellem Internet? Livestreams, ja. Nettes Augenbrauenspiel. Kannst du das auch nur mit einer? Nein, kann ich nicht. Okay, ist egal. Genau. Ja, faszinierend. Und, Mann, wir sind so, ja, okay, wunderbar. Genau. Also es wird einen Livestream geben, jetzt in der Zeit, in der Mata hier zu Besuch ist und wir kündigen das selbstverständlich nochmal rechtzeitig an. Aber hier schon mal eingeblendet, twitch.tv/lightcatcher. Das ist meine Livestream-Seite. Und auf der gibt es auch schon einen Chat. Und diesen Chat, der darf dann natürlich benutzt werden während des Livestreams. Und ich habe mich jetzt extra für den Twitch-TV-Chat entschieden. Denn der hat die wunderbare Funktion, dass der auch über einen IRC-Client angezapft werden kann. Alle, die sich von euch damit auskennen, können das dann machen. Und so kann ich nämlich hier den IRC offen haben. Und aber die Leute, die sich hier da jetzt nicht mit rumärgern wollen, weil für jemanden, der das zum ersten Mal macht, ist das ja schon ein bisschen schwierig. Und ich habe das jetzt so von anderen Leuten gehört, die schon Livestreams gemacht haben. Wenn sie da nur ein IRC-Chat nehmen, dann ja, dann sind irgendwie nur 50% aller Zuschauer dabei, weil die anderen ja keine Lust haben, sich damit IRC rumzuärgern. Aber gut, ist egal. Auf jeden Fall, ja, haben wir Dosi die ideale Lösung. Ja, und das soll es auch erstmal jetzt gewesen sein. Genau, Assi, ihr wisst auf jeden Fall, warum ich jetzt so lange nicht konnte und wirklich. Es war keine Absicht von mir. Ich habe euch nicht irgendwie warten lassen, weil ich keinen Bock hatte, was zu tun oder so. Ganz im Gegenteil. Dann unbedingt auf Twitter folgen. Jetzt mache ich so eine fette Tutorial. Bitte, 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 bitte. Abonnieren, Daumen hoch, favorisieren. Ja, nee, aber mit Twitter, es ist halt einfach, es ist sinnvoll. Ne? Es ist einfach sinnvoll, weil da bin ich nun mal am aktivsten. Aber habe ich ja vorhin schon erklärt. Und ja, es gibt einen Livestream. Martin und ich werden in der Zeit, wo wir auch wieder viel aufnehmen, es wird mit einer Menge Projekte weitergehen. Wir machen Slender weiter, da sind ja wieder etliche neue Sachen rausgekommen. Wir machen Oracle of Ages weiter. Wir machen auch Drakensang. Werden wir sicherlich ein paar Folgen gemeinsam aufnehmen, wenn wir da... Doch, schaffen wir schon. Genau, und mit Elite Force 2, ja, muss Dani halt erst wieder Zeit jetzt finden. Aber vielleicht...
geht's da ja hoffentlich auch bald weiter. So, jetzt wünsche ich noch viel Spaß bei den Outtakes. Und dann sehen wir uns. Ihr wisst auf jeden Fall, hier ist wieder Aktivität zu verzeichnen. Ja, ne? Mhm. Bis dann. Ciao. Ja, okay, Matta ist da. Ihr seht schon, wir haben jede Menge Spaß. Oh ja. Ja, 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 haben wir. Sie ist heute gekommen und zu Besuch gekommen. Ja, nein, wir haben nichts gesoffen. Nein, wir haben nichts gesoffen. So Leute, kleiner Cut, ich habe gerade was, ja, was Blödes gesagt. Ja. Ich bin super. So. Och nö. Wenn es die Stimmung noch nicht so ganz im Keller. Alter! So Leute, Entschuldigung, es gab da jetzt gerade einen kleinen Schnitt, ich habe was Dummes gesagt. Also gut, also die Matta ist heute auf jeden Fall mit dem Zug hier angekommen, um mich zu besuchen. Yes! Ein Lachkrampf, schön. Okay, also, Matta ist heute mit dem Zug bei mir vom Bahnhof abgeholt. Hör doch auf mit Lachen, verdammt. Jetzt war neu. Ich hör nicht mehr. Jetzt bin ich aber nicht schuld. Ich weiß. Ah. Ah.